So, Assassin's Creed Aufnahme die zweite. Warum ist eigentlich klar? Mir ist das Spiel nicht abgestürzt, aber die super tolle, wunderschöne Windows-Einrichtung. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Funktion hat mich um den Desktop gebracht. So, jetzt drücke ich das höchstens ein- oder zweimal, sonst war es ja bei fünfmal dem Drücken. Jetzt hatte ich bei Assassin's Creed immer so ein Staccato draufgepackt. Das Werk eines Meisters. So, das Tutorial haben wir ja schon gemacht. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ja, wir sind ja auch hier Altair, der größte Gangster dieser Zeit. Tutorial verlassen. Ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Jetzt kommt nämlich genau das, was ich erwartet habe. Wir können uns jetzt die Stadt wieder erneut wählen. Genau, jetzt gehen wir mal zuerst nach Damaskus. Umland. Ich gehe nie direkt ins Büro. Das finde ich persönlich kacke. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ja, Partisanen kennt man ja eh alle. Das sind nicht die Kurtisanen, aber... Die kommen ja später noch in Assassin's Creed 2 dazu. Mal gucken, ob ich mir das Spiel noch irgendwo organisieren kann. Na komm, beweg dich und ruf aufs Pferd. Ja! Und na, ein bisschen langsamer. Ja, komm, da ist eine Steinwand. Komm, einmal runter. Die Frauen brauchen ihre Krüge nicht mehr zu tragen. Und warum ich immer im Umland starte, ist eigentlich ganz einfach. Ich muss nämlich wieder ins Kämpfen reinkommen, weil ich es wiederum lange nicht gespielt habe. Oder aber... Ich mache das mal ein bisschen verschlechter. Ich habe viel im Angebot. Oh. Das habe ich immer früher alles um jeden gebracht. Naja, so ein bisschen muss ich das ja beibehalten. Einmal fix um die Ecke. Was? Alter, der hat mich nicht mehr gesehen. Komm, Alter, du Penner. Wie hast du das geschafft? Ganz einfach, Technik und richtige Mausklicks. So. Früher mit den Konterkills habe ich da auch immer Jahre dran gesessen. Aber die Combo-Kills sind ja viel cooler. Ja, wir müssen jetzt natürlich ins Büro, um in den nächsten Gedächtnisabschnitt zu kommen. Hier, also ins nächste Kapitel. Springe! Warum? Weil das hier Assassin's Creed ist und man muss hier einfach rumspringen, sonst würde man das Spiel nicht ausnutzen. Könnte man noch irgendwie solche Sachen spielen wie, genau, irgendwie, ja, Freddys neuer Ponyhof oder sowas. Er tut hier hochgehen. Ja, und ich sagte ja bereits, wir müssen ins Büro, um im nächsten Gedächtnisabschnitt zu kommen. Aber ich starte auch immer im Umland, um vielleicht nochmal ein paar Flaggen abzugreifen. Und zu sehen, wie Altair immer noch super klasse mit ein bisschen Inkompetenz, aber immer noch fähig klettert. Oh mein Gott, gegen den Willen Gottes. Das ist ja schlimm. Falle er rein, gehe er runter und gehe er rein. Welchen Rafik haben wir hier? Altair, mein Freund. Oh, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also,
Was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Suq Sarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von hier. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Okay, ich fand das gerade eben so geil. Ja, abgesehen von dem und dem, ja, da seid ihr ja noch ganz gut. Ihr habt zwar nichts Tolles geleistet, ihr habt ein bisschen was rumgehauen, hat viel zu dingens, hier, ihr wisst, was ich meine, viel zu hochnäsig und alles, viel zu, ja, aber abgesehen davon, ja, so von eurem Leben her, oh, das nehme ich dann doch mal. Das ist doch mal eine tolle Einstellung. Man sieht nur das Gute im Menschen oder das Lustige. Aus, als würdet ihr etwas suchen. Komm, ja, ich suche den Aussichtsposten. Und Alter, ihr wieder so schlau, dass er da nicht hochgehen will. Wir klettern eine Wand hinauf. Und Alter, ihr ist so schnell dabei, weil er auch... Ja, ich muss auf die andere Seite. Ui, kurzer Frame-Einbruch. Die neue Welt, also das hier, abseits dessen muss geladen werden. Warte mal, wir müssen ja eigentlich hier runter. Oh, ich dachte, der würde da jetzt ein bisschen Leben springen. Für Wurfmesser habe ich noch alle. Das ist ja heftig. Wann hatte ich denn je alle Wurfmesser beisammen? Außer wenn ich sie mir gerade besorgt habe. Aber vielleicht können wir ja durch diese tolle Maserung, Markierung oder sowas da hochkommen. Sieht ihr bis Bogenschütze? Die Frage ist, wo ist dieser Bogenschütze und wie viele sind es? Ach, gar keiner und der ist hier auch nirgendwo. Ich möchte mich hier einmal kurz nach Flaggen umsehen. Ja, aber wir dürfen einen Aussichtspunkt erklimmen. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht und darauf haben sich auch alle gefreut. Aber ich mache das jetzt ja nicht mehr so, dass ich hier nur erst alle Aussichtspunkte, dann die Bürger und sowas. Ich mache das mal so ein bisschen gemischt jetzt. Ja, ich glaube, ich nehme das Kurzschwert weiter. Und alle hoppala. Einmal ganz schnell darüber geklettert. Und Alter, ihr könnt es wieder nicht lassen, da nicht rangehen zu wollen. Und jetzt meinen ersten Ausblick auf den neuen Stadtabschnitt. Ging ja noch von der Länge her. Ich denke, da kann ich auch selbst hinlaufen. Was? Was wollt ihr von mir? Derjenige bekommt Schaden. Blinde sollte nicht rennen. Ihr wartet es in meinem Beisein zu stellen. Ich bin blind. Ich bin mit Klinge ausgerutscht. Du wirst dir nicht entkommen. Jetzt endet dein Leben. Wie, der ist ausgewichen. Wie bist du? Ich hol's dir! Riesenes Fliege. Noch mehr! Hey! Ich hätte mir doch Wurfmesser nehmen sollen. So. Ich glaube, der hat jetzt Kopfschmerzen. Ja, komm. Ich bin hier immer noch der Agierende. Wem tut's Genitalien weh? Wow. Wunderschöner Kollektiveinsatz. Aber das möchte ich gerne mal rächen. So, den hätten wir auch erledigt, den Ranghöchsten. So, dann wäre der letzte auch erledigt. Ich hab hier... Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Und einen Konterkill. Ich schulde euch meine... Einen Konterkill?
Und verantwortlich? Das weiß ich nicht. Nein, ganz ehrlich nicht. Das ist mir ganz neu, das wusste ich gar nicht. Boah, ich hau dich. Das hättet ihr besser nicht getan. Ja, ja. Hier geht es übrigens nicht anders, den Kampf. Also, diesen Faustkampf haben sie ja in Assassin's Creed 2 auch wiederum verbessert. Das war um ein Vielfaches. Super, ich kletter jetzt hier einfach noch ein bisschen rum. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich da jetzt hochkommen soll, außer vielleicht über die andere Wand da. Ah, haha. Sieht hier doch ganz schön raus. Ja, da können wir den Torbogen hochklettern. So, wenn ich das richtig mache. Oh, ich bin viel zu kurz. Mist, der sollte auch da runterfallen. Naja, darf er eben da oben ein kleines Nickerchen machen. Und zack, einmal noch. Oh, das ist genau dasselbe. Kommandoposten. Kommandoposten, sag ich schon, hier wieder. Ich habe, glaube ich, viel zu lange Battlefront 2 Let's Played. So. Und so. Genau, jetzt kannst du auch nochmal lang klettern. Und da ist schon wieder der nächste, das, was wir gar nicht erreichen können. Nächste Abschnitt. Der erst im dritten Kapitel kommt. Danach haben wir schon 6 Leute wieder getötet und unzählige weitere Wachen, die ab unter den Tisch fallen. Weil das so wenig sind. Es geht ja gegen 0. Ich meine, allein wenn wir 3 Stück weghauen wollten, haben wir ja 6, 7 weitere dann nebenbei. Ups, falsche Taste. So, dann sind wir die nämlich auch los. Ich wusste gar nicht, dass man doch auch nur ein Schwert zieht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Verzieh dich. Und tschüss. Und erwischt. Ich kann den Typen hochlaufen. Wie lange muss ich das noch ertragen? Sein. Dann gehen wir mal hier so durch. Hallo Händler. Ach nee, das sind die. Warte mal. So. Okay. Flieg. Flieg. Ich hab sie beide erwischt. Boah, das war ja wohl mal Technik. Den Punkt hier kenne ich. Hier sind nicht ganz so viele Wachen, das ist ganz cool. Ich brauche Hilfe! Bitte! Aus dem Weg! Die beiden Rangmüssen haben mich erwischt. So. Das war's ja auch schon. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde.